liebe Blumenfreunde, das ist der Hannes. Sag doch mal Hallo, Hannes. Ja, genau. Also, der Hannes, der zeigt euch heute, wie man sich ganz fix aus einem Stück Pappe ein ganz schickes Blumentöpfle zusammenbasteln kann. Das geht nämlich ganz einfach. Dazu nehmt ihr erstmal einen Blumentopfbogen. Und dann kann man den Blumentopf schön vorsichtig aus der Pappe herausbrechen. Ja, immer an den vorgestanzten Rändern entlang. So, richtig. Hannes, Achtung, nicht, dass uns die Pappe einreißt. Genau. An der Seite, da sind so kleine Laschen, die einfach links und rechts umknicken. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, der Hannes macht es mal vor. Ja? Ja, so sieht es aus. Die Pappe für den Boden müsst ihr dann nur noch vorsichtig an den Rillen entlang knicken. Also jede Seite einmal, damit man das Blumentöpfle dann am Ende auch gut zusammenstecken kann. Der Hannes hat die Pappe ja jetzt ganz ordentlich gefaltet. Jetzt muss er nur noch die beiden Laschen, oben und unten, in diese beiden Schlitze stecken. Na, das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber ja, jetzt hat er es oben und jetzt nur noch unten, den auch noch rein. Super, klasse, Hannes. Ja, aber noch ist das Blumentöpfle nicht fertig. Da fehlt ja noch der Boden. Also, der Boden noch. Die vier Bodenteile müsst ihr jetzt nacheinander einfach umfalten. Am besten im Uhrzeigersinn. So, den Boden jetzt einfach nochmal nach innen drücken, damit unser Blumentöpfle dann auch steht. Fertig. Glückwunsch, Hannes. Sieht doch super aus, dein Blumentöpfle. Ja, und der Hannes, der weiß natürlich auch schon, was er damit macht. Klar, Blumen, die verschenkt man natürlich. Und zwar an einen Menschen, den man gern mag. Und der Hannes, der mag die Stine. Na, die Stine mag den Hannes wohl auch. Also, voller Erfolg, Hannes!